2. Radiowissen. Gnade und Fried in Christo, würdiger Vater Prior. Wittenberg, 17. Juni 1525. Martin Luther schreibt an seinen Freund Leonhard Koppe in Thurgau. Ihr wisset, was mir geschehen ist? Dass ich meiner Metzen in die Zöpfe geflochten bin? Gott hat Lust, mich und die Welt zu narren und zu äffen. Luther berichtet Koppe von seiner Heirat und lädt ihn ein zum Hochzeitsschmaus. So schicket euch, dass ihr meiner Braut helft, gut Zeugnis geben, wie ich ein Mann sei. Die Braut ist Katharina von Bora, rund 16 Jahre jünger als Luther und eine ehemalige Zisterziensernonne. Koppe, der Adressat des launigen Briefes, kennt sie bereits. Schließlich hatte der Klosterlieferant ihr und 11 ihrer Mitschwestern 2 Jahre zuvor geholfen, aus dem Kloster Nimptschen zu fliehen. Vielleicht sogar im persönlichen Auftrag des Reformators. Jedenfalls übernahm dieser danach die Verantwortung für die Aktion und kümmerte sich um ein neues Zuhause für das elende Völkchen. Einige der Frauen gingen zurück in ihre Familien, andere heirateten. Nur Katharina war übrig geblieben. Ihre Eltern lebten nicht mehr und ein passender Ehemann hatte sich auch nicht eingestellt. Die junge Adlige hatte bis auf Weiteres im Haus des Malers Lukas Cranach in Wittenberg Unterschlupf gefunden, nicht weit entfernt von Luthers Behausung, dem Schwarzen Kloster. Die Nachricht, dass der Wortführer der Reformation geheiratet hatte, noch dazu eine entlaufene Nonne, machte schnell die Runde. Luthers Gegner waren kaum überrascht. Alles, was sie dem Streiter gegen die etablierte Kirche unterstellten, schien sich wieder einmal zu bestätigen. Freunde und Wegbegleiter dagegen reagierten entsetzt. Philipp Melanchthon schrieb: Die ganze Welt, sogar der Teufel selbst, werden lachen. Es wird sein gesamtes Werk zerstören. Mit seinen Forderungen nach einem ehrlicheren und bibeltreuen Dienst an Gott hatte der einstige Augustinermönch Martin Luther ganz Deutschland und große Teile Europas in Aufruhr gebracht. Und jetzt, als die unter anderem durch seine Schriften angefachten Bauernaufstände gerade ihre schlimmste Phase erreichten, hatte er nichts Besseres zu tun, als zu heiraten. Noch dazu eine Frau, die einst das feierliche Gelübde abgelegt hatte, allein Jesus Christus solle ihr Bräutigam sein. Das Ganze war ein gigantischer Skandal. Melanchthon war sich sicher, sein Freund wurde in die Falle gelockt. Dieser Mann ist außerordentlich gutmütig. Die Nonnen haben alle Künste angewandt, um ihn an sich zu binden. So ist er wohl in diese unpassende Änderung seines Standes hineingeraten. Das Gerede aber, er habe sie schon vorher entjungfert, ist sicherlich eine Lüge. Es war ja nicht die heiße Liebe. Es ist eine praktische Notlösung, kann man fast sagen, eine Zweckehe, die gar nicht so schnell zustande kommt und auch nicht groß gefeiert wird. Was allerdings dann später eintritt, ist, dass es gut geht. Pater Alkuin Schachenmeier gehört als Zisterziensermönch demselben Orden an wie einst Katharina von Bora, mit deren Biografie sich der Professor für Kirchengeschichte eingehend befasst hat. Bereits als 4- oder 5-jähriges Mädchen war Katharina in ein Kloster gegeben worden. Mit 10 kam sie zu den Zisterzienserinnen nach Nimptschen, wo sie dann im Alter von 17 Jahren die ewigen Gelübde ablegte. Sie verbrachte also fast die gesamte Kindheit und Jugend im Kloster, mit seiner genau austarierten Mischung aus Gebet, Arbeit, Studium und Muße. Betrachtet man das spätere Leben der Luthergattin, die sich nach den Aussagen von Zeitzeugen als tüchtige und fromme Hausfrau bewährte, könnte man das geradezu als Beweis für die Leistungsfähigkeit einer klösterlichen Erziehung anführen. Doch der Orden, so Pater Alkuin, breitete jahrhundertelang den Mantel des Schweigens über das Thema die Zisterzienserin Katharina von Bora. Weil man sich gewissermaßen geschämt hat. Sie war schließlich eine Zisterzienserin, die unerlaubt ausgetreten ist
und dann nicht nur irgendjemand geheiratet hat, sondern Martin Luther selber. Und da er ja oft polemisiert hat gegen Klöster, war es besonders peinlich, dass gerade eine Zisterzienserin sozusagen bewiesen hat, dass man in der Ehe angeblich glücklicher wird als im Kloster. Sogar in einer Ehe, die ohne große Verliebtheit begann. Sowohl Martin Luther als auch Katharina von Bora hatten andere Wunschpartner. Erst als mit diesen keine Verbindung zustande kam, fanden sie zueinander. Das erste Jahr der Ehe macht einem seltsame Gedanken. Denn wenn er am Tische sitzt, denkt er, vorher war ich allein, nun bin ich zu zweit. Wenn er im Bette erwacht, sieht er ein paar Zöpfe neben sich liegen, welche man früher nicht sah. Weil kaum persönliche Texte von Katharina von Bora selbst überliefert sind, ist die Forschung angewiesen auf die Aussagen anderer. An erster Stelle steht da natürlich ihr wortgewaltiger Ehemann Martin Luther. Auch saß meine Käthe anfangs bei mir, wenn ich studierte. Und da sie nicht wusste, was sie reden sollte, fragte sie mich: Herr Doktor, ist der Hochmeister von Preußen des Markgrafen Bruder? Wir wissen das meiste über Katharina von Bora, über die Phase ihres Lebens, in der sie mit Luther verheiratet war. Und das heißt aus den Jahren 1525 bis 1546. Die Theologin Sabine Kramer hat für ihre Doktorarbeit alle Dokumente aus der Zeit von Katharina von Bora ausgewertet, in denen diese erwähnt ist. Wir wissen das aus Briefen, die Luther an seine Freunde geschrieben hat oder seine Korrespondenzpartner und in denen er häufig eine Nachricht von Katharina mit notiert hat. Es grüßt euch meine Käthe, die fährt, das Feld bestellt, Vieh weidet und kauft, braut etc. Dazwischen ist sie auch daran gegangen, die Bibel zu lesen, nachdem ich ihr 50 Gulden versprochen habe, wenn sie vor Ostern zu Ende kommt. Ist großer Ernst da? Oder es grüßt dich, meine Katharina, sie ist wieder schwanger. Sie hat entbunden, sie hat den Hans gestillt. Wir wissen es aus Tischreden, die Mitschreiber, Studierende und Magister an Luthers Tisch aufgezeichnet haben. Die meine habe ich damals gar nicht geliebt. Ich hatte sie immer in Verdacht, sie sei hochmütig. Aber Gott hat es so gewollt, dass ich mich der gänzlich Verlassenen erbarme. Und durch Gottes Gnade schlug mir diese Ehe zum großen Glück aus. Und wir wissen vieles aus den 21 Briefen, die Luther an seine Frau geschrieben hat. Meinem freundlichen, lieben Herrn, Katharina Lutherin, Doktorin, Predigerin zu Wittenberg, lieber Herr Käth. Und wir wissen manches aus den 9 Briefen, die von ihr selbst überliefert sind. Ich habe meinen lieben Herrn, der sonst viel zu schaffen, nicht wollen beschweren, von dieser Sache an euch zu schreiben. Ist auch von Not, dass euer Gnaden solchs mein Antragen an niemandes, auch nicht an meines gnädigen Herrn, wollte gelangen lassen. Kurz gesagt, Luther soll nichts von diesem Brief erfahren. Überliefert sind von Katharina Lutherin, wie sie unterzeichnet, in erster Linie geschäftliche Schreiben, von denen sie allerdings wohl kein einziges selbst zu Papier gebracht hat. So kennt man weder ihre Handschrift, noch ist sicher, dass alle Formulierungen wirklich von ihr selbst stammen. Dennoch lassen sie Rückschlüsse auf die Absenderin zu, die geschäftstüchtig auftritt und bei der Durchsetzung familiärer Interessen einen langen Atem zeigt. Luther überließ seiner Rippe, wie er sie in einem Schreiben an einen Freund nennt, die Organisation des großen Haushalts und der Familie weitgehend allein. Das geht aus allen Dokumenten hervor. Und Katharina machte ihre Sache gut und wurde dafür von ihrem Mann geliebt. Hatte der Reformator einst markig verkündet: Der Tod im Kindbett ist nichts weiter als ein Sterben im edlen Werk und Gehorsam Gottes. Ob die Frauen sich aber auch müde und zuletzt tot tragen, das schadet nichts. Lass sie nur tot tragen. Sie sind darum da. So reagierte er nun geradezu panisch, als seine Frau nach einer Fehlgeburt zwischen Leben und Tod schwebte und bat seine Freunde, um ihre Genesung zu beten. Als Katharina wieder gesund wurde, kaufte er ein stattliches Landgut, um sie und die 4 überlebenden Kinder,
zwei weitere waren früh gestorben, für die Zeit nach seinem Tod materiell abzusichern. Hauptwohnsitz der Familie aber war und blieb das Schwarze Kloster in Wittenberg. Pater Alkuin? Das war ein aufgelassenes Augustinerkloster, in dem eine Art WG sich etabliert hatte, in dem die ehemalige Schwester Katharina eine führende Rolle hatte. Natürlich war der Hausherr Martin Luther und die Tischreden und die großartigen Diskurse, die dort stattgefunden haben, zeigen eindeutig natürlich, wer dort das Sagen hatte und wer auch der Grund war, warum sich dort alle versammelt hatten. Allerdings, er war von einer depressiven Veranlagung, er war oft kränklich, er war unorganisiert, er war impulsiv, er war häufig abwesend, sodass Schwester Katharina eigentlich ein Pol darstellte oder ein Fundament der Zuverlässigkeit. Bereits vor der Heirat hatte Luther zusammen mit Freunden unter einfachsten Umständen im Schwarzen Kloster gehaust. Unter Katharinas Management wurde es nun zum Lutherhaus, Treffpunkt für Intellektuelle, Anlaufstelle für die zahlreichen Mönche und Nonnen, die in jener Zeit ihr Kloster verließen und dann nicht wussten, wohin, Unterschlupf für Verwandte und Wohnheim für Studenten, die Luthers Vorlesungen besuchten und sich gegen Bezahlung in seinem Haus einquartieren konnten. Gegen einen Aufpreis verköstigte Katharina die Gäste ihrer Burse auch, und zwar gut. Auch ihr selbstgebrautes Bier wird gelobt. Trotzdem lebten zumindest einige der jungen Männer offenbar in Angst und Schrecken vor dem als herrisch und geldsüchtig verschrienen Morgenstern zu Wittenberg, wie sie mehrfach tituliert wird. Im Jahr 1525, kurz nach der Hochzeit, malte Lukas Cranach der Ältere das Porträt der Luthergattin. Ein spitz zulaufendes Gesicht mit breiten Backenknochen unter streng in einem Netz zurückgebundenem Haar. Schmaler Mund, forschender Blick aus schräg stehenden Augen. Die gebogene Nase sieht aus, als sei sie einmal gebrochen gewesen. Die mit Ringen geschmückten Hände sind sittsam über dem hochgeschlossenen Gewand gefaltet. Eine weiße Leinenbluse mit Stehkragen, darüber eine schwarze, sehr enge Jacke, ein Mieder mit einer Einlage vorne aus flandrischem Damast, Seide verwoben, sehr schönes Rot. Habe ich ewig gesucht, um diesen Stoff in Belgien zu finden, der genau dem Gemälde entspricht. Ja. Und ich trage dann auch Katharinas Ehering zum Beispiel und erzähle darüber. Und ja, manche Gäste, das merkt man schon, sind richtig ergriffen davon. Alexandra Husemeier arbeitet als Gästeführerin in der Lutherstadt Eisenach. Ihre Dienstkleidung, das dem Cranach-Porträt nachempfundene Kostüm der Katharina von Bora. Das ist Geschichte hautnah und das kommt bei den Leuten, auch bei Kindern zum Beispiel, sehr, sehr gut an, weil die Käthe selbstbewusst, etwas witzig, frech, aber auch fromm natürlich erzählt von Luther, wie sie ihn kennengelernt hat, die Reformation, ihre Flucht aus dem Kloster, die Hochzeit natürlich, dann wird es auch ein bisschen romantisch. Und auch sogar etwas emanzipatorisch, denn schließlich wollte sie ihn ja heiraten. Er selber wollte gar nicht unbedingt, er hat sich überzeugen lassen. Und ich bin stolz, dass ich, ehemalige Nonne, jetzt unter die Haube gekommen bin. Selbstbewusstsein, Witz, emanzipatorische Bestrebungen. Katharina von Bora scheint mit zahlreichen weiblichen Tugenden gesegnet gewesen zu sein, die top aktuell sind. Bei der Lektüre der weitgehend protestantisch eingefärbten Biografien über die Lutherin stellt sich heraus, das war schon immer so. Wie durch ein Wunder scheint Katharina von Bora über die Zeiten hinweg immer dem jeweils herrschenden Ideal der Hausfrau entsprochen zu haben. Das hat einen einfachen Grund. Es existiert nur wenig aussagekräftiges Material, das ihre reale individuelle Persönlichkeit beleuchtet. Nicht einmal ihr genaues Geburtsdatum und ihre Familiengeschichte sind bekannt. Beste Voraussetzungen, dass jede Epoche sie umgestalten kann zur zeitgemäßen Idealfigur. Sie wurde sehr schnell zu einer Symbolgestalt gemacht, schon von ihren Zeitgenossen, zum Symbol für die evangelische Ehe, zum Verständnis, das ist Reformation, weil nicht jeder hat Luther über seine Schriften verstanden. Viele Menschen haben auch ihr Bekenntnis zur Reformation darin ausgedrückt und gesehen, ob Priester heiraten,
Mönche und Nonnen heiraten und ob sie Abendmahl in Brot und Wein feiern. Und später dann im ausgehenden 18., aber insbesondere im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert hat sie dann eine Renaissance gefeiert als evangelische Pfarrfrau. Eine Pfarrfrau muss sein, ein Schmuckkästlein. Drin auf weichem Samt die eine köstliche Perle flammt. Ihres Herrn demütige Jüngerin, ihres Mannes frohmütige Seelsorgerin. Ein Gedicht aus dem Jahr 1920 preist das Ideal der evangelischen Pastorengattin. Schwesterlich dienend am Krankenbett, einfach gewandet, sauber und nett. Sonnenschein bringend an düsteren Ort, tief gegründet im göttlichen Wort. Die Pfarrfrau, Gefährtin und Dienerin ihres Mannes. So ist es richtig, hatte doch schon Luther seine Katharina als solche bezeichnet. Um ihren Fleiß zu rühmen, schlüpfte er bei den Tischreden einmal in ihre Rolle und klagte: »Ich muss mich in 7 Teile zerlegen, an 7 Orten zugleich sein und 7erlei Ämter verwalten. Ich bin erstens Ackerbürgerin, zweitens Bäuerin, drittens Köchin, viertens Kuhmagd, fünftens Gärtnerin, sechstens Winzerin und Almosengeberin für Bettler in Wittenberg. Siebentens aber bin ich Doktorissa, die sich ihres berühmten Gatten würdig zeigen und mit 200 Gulden Jahresgehalt viele Gäste bewirten soll.« Die Anfänge der evangelisch-lutherischen Kirche sind der Beginn einer neuen Positionierung der Frau in der Gesellschaft. Als patente, tüchtige Gemahlin und sorgende Familienmutter steht sie an der Seite ihres Mannes und stärkt ihm den Rücken. Unverheiratete Jungfern hingegen, die sich in der katholischen Welt Gott anverloben und somit auch ohne weltlichen Ehemann Anerkennung finden konnten, wurden im Protestantismus zu Überflüssigen. Das und das Bild der glücklichen Lutherfamilie samt ihrer moralischen, harten Kindererziehung wurde prägend für evangelische Pfarrfamilien, deren Einfluss auf das deutsche Bürgertum kaum überschätzt werden kann. Sie ist entweder in der Luther-Heroik des 19. Jahrhunderts, das dann schon sehr national gefärbt ist, die deutsche Mutter, die deutsche Hausfrau, die natürlich dann auch Protestantin sein muss. Dann ist sie in einer antikatholischen Polemik die befreite Klosterschwester, die dann wirklich erst zum wahren Genuss des Lebens kommt, nachdem sie geflohen ist aus dem Kloster. Dann bekommt man etwas oberflächliche und auch übertriebene feministische Darstellungen, wo es eben darum geht, dass also die Liebe gesiegt hat und dass sie sich nicht von irgendwelchen patriarchalischen Strukturen hat einsperren lassen, sondern sie wollte das Leben führen, das eben sie führen wollte, und nichts konnte sie zurückhalten. Und jetzt neuerdings, was mich sehr freut, ist es eine realistischere Sichtweise, wo man eigentlich die Brüche in ihrem Leben ernst nimmt, weil es eben ein organisches Leben ist mit allen Widersprüchen, die eben jede Biografie mit sich bringt. Am 1. Februar 1546 schrieb der bereits kränkelnde Reformator nach Wittenberg: »Liebe Käthe, ich bin so schwach gewesen auf dem Weg hart vor Eisleben. Das war meine Schuld. Aber wenn du wärest da gewesen, so hättest du gesagt, es wäre der Juden oder ihres Gottes Schuld gewesen. Denn wir mussten durch ein Dorf hart vor Eis leben, da viel Juden innen wohnen. Vielleicht haben sie mich so hart angeblasen. Wenn die Hauptsachen geschlichtet sind, so muss ich mich dran legen, die Juden zu vertreiben.« Luthers Antisemitismus ist bekannt aus einigen schwer erträglichen Schriften seiner letzten Jahre. Der Brief lässt vermuten, dass er sich mit dieser Einstellung völlig im Einvernehmen mit Katharina wusste. Doch auch in diesem Fall gilt, sagt Sabine Kramer, es gibt keine direkten Belege, wie sie selbst darüber dachte. Sie wird sicherlich Luthers Äußerungen unterstützt und mitgetragen haben, aber eine eigene Äußerung von ihr haben wir auch nicht. Und deswegen ist hier auch wiederum Vorsicht geboten. Knapp 3 Wochen nach dem Brief an seine Frau starb Martin Luther in Eisleben. Derhalben ich wahrlich so sehr betrübt bin, dass ich mein großes Herzeleid keinem Menschen sagen kann und weiß nicht, wie mir zu Sinn und zu Mut ist. Ich kann weder essen noch trinken,
auch dazu nicht schlafen. In einem Schreiben vom 25. April 1547 klagte Katharina ihrer Schwägerin ihr Leid. Wer wollt nicht betrübt und bekümmert sein um einen solchen Mann, als mein lieber Herr gewesen ist, der nicht allein einer Stadt oder einem Land, sondern der ganzen Welt gedient hat? Über die Trauer hinaus hat die Witwe mit großen materiellen Problemen zu kämpfen. Die Burse, das Studentenwohnheim, lag nach Luthers Tod brach. Es fehlte an Geld für die laufenden Kosten. Anstatt im Testament einen Vormund für Frau und Kinder zu ernennen, wie zu jener Zeit üblich, hatte der Reformator bestimmt, Katharina solle als Universalerbin alles selbst regeln. Der Vertrauensbeweis wurde für die Witwe zur schweren Hypothek. Ohne männlichen Beistand oder die Macht einer klösterlichen Gemeinschaft im Rücken gab es für Frauen kaum Möglichkeiten, sich geschäftlich durchzusetzen. Der Freund Philipp Melanchthon musste einspringen. Er schrieb Bittbriefe an die protestantisch gesinnten Fürsten und erreichte tatsächlich, dass sie der Lutherin größere Geldsummen zukommen ließen. Zudem gab es Hilfen für die Ausbildung der Söhne. Sabine Kramer: Sie hätte gut leben können, wenn nicht am Ende des Jahres 1546 der Schmalkaldische Krieg ausgebrochen wäre und Katharina zweimal aus Wittenberg fliehen musste mit ihren Kindern. Und bei der Rückkehr von dieser Flucht, zweimaligen Flucht, ihre Ländereien, ihre Landwirtschaftsbetriebe, hat sie völlig zerstört vorgefunden. Und sie konnte dann nur mit einer geringen wirtschaftlichen Grundlage weiterleben. Sie musste einen Prozess führen um ihr Gut Zülsdorf. Sie hat diesen Prozess verloren. Sie musste hohe Steuern nachzahlen und musste dafür auch ihr Grundstück mit einer Hypothek belasten. Und ist letztlich an den Folgen ihrer dritten Flucht gestorben. Ihr Todestag ist der 20. Dezember 1552. Katharina von Bora überlebte ihren deutlich älteren Martin Luther nur um rund 5 Jahre. Und wenn ich hätte ein Fürstentum und Kaisertum gehabt, sollte mir so Leid nimmer geschehen sein, so ich's verloren hätte, als nun unser lieber Herrgott mir und nicht allein mir, sondern der ganzen Welt diesen lieben und teuren Mann genommen hat. Wenn ich daran gedenk, so kann ich vor Leid und Weinen, das Gott wohl weiß, weder reden noch schreiben. Katharina, des Herrn Dr. Martinus Luther, gelassene Wittfrau. Katharina von Bora, Luthers bessere Hälfte, von Carola Zinner. Es sprachen Beate Himmelstoß, Katja Bürkle, Schenja Lacher und Gerd Heidenreich. Ton und Technik Andreas Lucke. Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.